begrüße Sie auch im Namen des Städtepartnerschaftsvereins Rheine heute sehr herzlich. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere drei schönen Jubiläen in diesem Rahmen mit Ihnen feiern dürfen. NRW-Europaminister Holthoff Pförtner hat in einem Beitrag zu unserem Buch »Fünf Freunde in Europa« die Städtepartnerschaften als, und jetzt zitiere ich, »kommunales Wurzelwerk der internationalen Zusammenarbeit« beschrieben. Ein Bild, das unsere Rolle nach meiner Überzeugung sehr gut beschreibt. Unsere Dienstleistung, die wir ehrenamtlich und mit großer Überzeugung in der Kommune erbringen, ist die Zusammenführung und das Organisieren von Begegnungen Menschen jeden Alters. Wir fördern den Austausch von Kunst und Kultur, von Sportlern und vor allem von jungen Menschen. Und wir sind überzeugt, dass wir damit einen wesentlichen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben in Europa leisten. Wir mussten wegen der Pandemie nun fast eineinhalb Jahre Stillstand in allen Bereichen der Städtepartnerschaftsarbeit erleben. Umso größer ist nun die Freude, dass wir mit dieser schönen Festveranstaltung wieder durchstarten. Wir sind stolz darauf, das Leben der Partnerschaften mit Leria und Trakai nun schon 25 Jahre lang wesentlich mitgestaltet zu haben. Und das Gleiche gilt natürlich für unsere Partnerschaften mit Bernburg und Borne, die ja schon einige Jahre länger bestehen. Und wir haben die uns aufgezwungene Pause genutzt, einige Ideen und Projekte zu entwickeln. Freuen Sie sich mit uns zusammen auf weitere Meilensteine in der Städtepartnerschaft. Wir sind bereit und wir nehmen gerne den Schwung dieses Festabends mit als weiteren Schub für unsere Arbeit. Freuen Sie sich mit uns, feiern Sie mit uns und unterstützen Sie uns gerne weiterhin.